Willkommen zurück zu Folge 4 von Scaleboy. Wir befinden uns... Wo befinden wir uns eigentlich? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, hier ist König Flusenbart, dessen Krone wir anhaben. Und in der letzten Folge beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass ich zwei Dinge übersehen habe. Zum einen habe ich diesen Schalter hier übersehen. Damit können wir den König wohl nach unten buxieren. Hoffentlich lebt der Gute noch. Doch. Hohoho, diesen kantigen Kollegen habt ihr den Kiefer aber ordentlich verbogen. Vielen Dank für meine Rettung. Ich war mir sicher, dass das die letzte Tanzaufführung wird, die ich erlebe. Und es gab nicht mal Popcorn. Hoho, verzeiht mir, der Schock über die Entführung sitzt mir noch tief in den Knochen. Ich hätte nie gedacht, dass Sir Kasputin, mein Hofmagier, zu solch einem üblen Schachzug imstande ist. Und dann schickt er noch seinen Handlanger, mich als Köder für Prinzessin Zoletta zu benutzen. Zum Glück seid ihr zuerst eingetroffen. Ihr seid ein Held, vielleicht sogar der Held. Hoho. Mehr zu sein, kneift mich das schlechte Gewissen. Der Ritter der Tafelkante haben mir so oft gesagt, dass Kasputin nichts Gutes im Sinn hat. Welch eine Schande. Ich, der Großwürfel, hätte es besser wissen sollen. Vielleicht hättest du das. Oh, das sieht aber hübsch aus. Scheinbar scheint es sich hierbei also um den Thronsaal zu handeln. Ich hatte mich gerade in meinen Thron gekuschelt, als aus Richtung des Friedhofs ein rotes Licht aufblitzte. Ich befürchte, dass Kasputin die Untoten von dort aus kontrolliert. Der alte Held, du weißt schon, der Held hat dort vor 400 Jahren einer Horde Monster die Leviten gelesen und sie auf die Rückseite verbannt und uns den Frieden gebracht. Bis jetzt. Es ist unfassbar, dass er diesen Ort nun als Hauptquartier nutzt. Ja. Sehr unfassbar. Aber genug geredet, hier können wir nichts dagegen tun. Wohlan, zur Kaserne, Freund. Ich hab immer noch keine Sorge, folgt mir einfach. Oha. Er ist ja der König, der muss ja trustworthy sein. Ich habe immer noch dieses halbe Baguette. Was gibt's jetzt irgendwie einen neuen Status für dieses Baguette? Der kleinste Leib im Königreich. Nachdem er eine Weile herumgelegen hat, ist er nun hart genug für ein paar glutenreiche Schläge. Ich verstehe, hier geht's also hinter die Kulissen. Wir können den Essensaufzug benutzen. Clever, oder? Ich verstehe. Das ist also die Situation. Jetzt landen wir wahrscheinlich danach hinter dem Gemälde. Da hatte ich mich ja in der letzten Folge gefragt. Oh, das ruckelt aber gefährlich. Ich hatte mich ja in der letzten Folge gefragt. Hoho, ich wusste nicht, dass es hier drin so nett und kuschelig ist. König Flusenbart, bitte unterlasse es, mich hier in diesem engen Aufzug anzugraben. Ach nee, aber scheinbar doch nicht. Okay. Was sagt er? Lasst mich etwas Luft schnappen, junger Freund. Willkommen in meinem bescheidenen Schlummertrunkkeller. Schlummertrunkkeller, interessant. Was haben wir hier? Also hier haben wir... Lasst mich etwas Luft schnappen, junger Freund. Ah, nicht nur die Zombolde sind wieder da. Die Mäuse... Okay. Okay, ich verstehe. Diese Mäuse scheine ich scheinbar nicht besiegen zu können. Aber bevor ich hier mal weitergehe, ich hoffe, es geht noch. In der letzten Folge habe ich gesehen, dass ich in diesem langen Gang, wo viele dieser, ich weiß gar nicht, wie der Gegnertyp heißt, auf jeden Fall diese aussehen wie ich jetzt im Moment. Okay, natürlich geht es hier nicht lang. Okay, ich komme scheinbar auch nicht wieder hoch. Nun denn... Genau, da habe ich einen Gang übersehen. Den hätte ich jetzt gerne noch ausgecheckt, aber wenn König Flusenbart möchte, dann gehen wir natürlich erstmal hier lang. Was hat er hier? Ist das eine... scheint mir so ein bisschen sein Weinkeller zu sein, wo die Alkoholvorräte des Königs sich befinden. Aber ich finde es gut, ne? Jeder König braucht ja für sich ein bisschen... Weiß ich nicht. Einen geheimen Schankkeller. Warum denn auch nicht? Ich finde es geil, dass hier wirklich alles quadratisch ist, inklusive der Wein- oder Bierfässer. Oh, passt auf, eine Mausefalle. Okay. Bro, du hast mir gerade gesagt, dass da eine Mausefalle ist. Dann tapp doch nicht selbst rein. Bist du des Wahnsinns, lieber König? Er ist nicht der Geschickteste, König Flusenbart. Okay. Er nimmt wirklich jede mit. Was haben wir hier? Hoho, was ist hier los? Sterbt!
Okay. Oh! Das war fies. Das war wirklich gemein, liebe Freunde. Irgendwer oder irgendwas scheint es auf mich abgesehen zu haben. Oh nein. Uah, Hilfe! Das ist fies. Ich finde es gut, dass der König die ganzen Fallen aus dem Weg räumt. Ach Mensch! Des Königs Schankvorräte. Was? Okay, alles klar. Der König scheint irgendwie invincible zu sein. Also auf jeden Fall, egal ob Mausefallen oder was weiß ich was. Ich weiß gar nicht, was das sind. Sind das Tinkturen oder sind das wirklich Schnapsflaschen? Die Rache des Alkohols? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, unser netter oh, König scheint sich auf jeden Fall ganz gerne mal den ein oder anderen Drink oder Zaubertrank zu genehmigen. Wer soll es ihm verübeln? Oh Gott. Yo. Gottes Willen, ey. Ich mit meinem alten Baguette hier ausgerüstet. Ich hätte ganz gerne mal eine andere Waffe, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe. Also ich hätte ganz gerne mein Eisenschwert wieder, weil ich habe das Baguette genutzt, aber dessen Stamina ist jetzt weg. Dass es hier drin so nett und kuschelig ist. Also der. Liebe König, soll mal aufhören, mich hier irgendwie so ein bisschen von der Seite anzubaggern. Oh. Nein, das war nicht das, was ich wollte. Nein, nein, nein! Oh Gottes Willen, ey. Ach, da ist wieder dieser Medusenkopf. Irgendwie komme ich jetzt gerade nicht mit der Steuerung zurecht. Logisch, wenn ich diesen Medusenkopf natürlich auch habe. Aber hier scheint es mir weiterzugehen. König, beweg dich aus dem Radius raus. Sehr schön. Hier geht's dann also runter in das Gewölbe. Das ist aber nicht unbedingt eine Abkürzung, lieber König. Wir hätten auch einfach den Weg zurückgehen können. Achso, genau. Und ich habe gelesen, ein Patch ist auf dem Weg. Also diese Problematik, dass es hier ab und zu Slowdowns kommt. Das ist nicht nur bei mir so. Das liegt nicht nur an meiner bisschen in die Jahre gekommenen Switch. Wie geht es ja eigentlich weiter? Sondern es handelt sich dabei, glaube ich, um einen Fehler, der durch den Springbrunnen in erster Linie verursacht wird. Ein Patch ist auf dem Weg. Ich hoffe, also je nachdem, wie schnell ich bin bei den Folgen, kriegen wir das auch noch zu spüren. Jetzt aber ernsthaft die Frage. Irgendwie stelle ich mich wieder sehr intelligent an. Wo geht's denn hier weiter? Hier scheinbar. Gut, gut. Hier gibt's Bomben. Kann mich wieder als Bombe verkleiden. Lieber König, bitte. Na gut. Zack. Er scheint aus Stahl zu sein, der Gute. Diesmal weiß ich auch, wie das Rätsel funktioniert. Das war in der letzten Folge ja ziemlich peinlich. Ah, sehr schön. Diese Lebensenergie können wir auch gebrauchen. Das war in der letzten Folge ja. Spooky. Ein interessantes Jingle. Verstehe diese Kameraperspektive hier gerade nicht. Soll mir diese Kamera bedeuten, dass ich hier nicht lang kann? Aber dafür, dass ich hier nicht lang kann? Okay. Okay, es scheint es scheinbar nicht zu geben. Ich mag die Tatsache, dass irgendwie so ziemlich jedes der Level-Themes irgendwie aufeinander aufbaut. Es gibt eine grundlegende Musikstruktur. Das erinnert mich ein bisschen an Banjo und Kazooie, da war es auch das gleiche. Also Gruntilda's Lair war auch immer die gleiche. Meine Güte. War auch immer das gleiche Musikstück, nur halt eben abgewandelt. Und je nachdem, in welcher Location man sich befand, gab es unterschiedliche Musikstücke, unterschiedliche Flavors des gleichen Musikstücks. Die Instrumentierung änderte sich, aber nie der grundlegende Rahmen des Spiels, des Musikstücks. Und so ähnlich hat man das hier auch gemacht.
Ich persönlich, also ich habe auch gelesen, einige Kommentare gab's, aber auch meine königlichen Quadratlatschen brauchen. Ja, was brauchen sie denn? Gab ein bisschen Kritik, aber auch von der Fachpresse, glaube ich, gab's ein und zwei, ein oder die andere Kritikpunkt zu dem Soundtrack. Ich finde ihn gut. Ich bin aber auch ein riesiger Fan von Chiptunes. Ich mag es. Ich mag die Art und Weise. Das Königreich fast zerstört, die Prinzessin verschwunden, all die hilflosen Kobolde dort draußen. Das war genau genommen meine Schuld. Ich war es, der Kasputin gerne bei den Rittern der Tafelkante gehabt hätte. Aber unsere Tafel hat vier Kanten, nicht fünf, haben sie gesagt. Er trägt einen Gürtel mit einem Totenschädel, haben sie gesagt. Und es war mir egal. Als ich Kasputin kennengelernt habe, war er ein sehr schüchterner Junge mit viel Talent. Er war der Beste an der Schule für Quadermystik. Eine große Bereicherung für uns alle. Aber niemand hat ihn so gesehen, wie ich ihn gesehen habe. Die Zurückweisung der Prinzessin war nur der letzte Würfel, der noch fallen musste, fürchte ich. Sie tut mir so leid. Aber er tut mir auch leid. Alle tun mir leid, aber... Hohohoho, jammern wird's nicht richten. Hol an, lasst uns unseren Weg in die Kaserne fortsetzen. Genau, aber zum Soundtrack. Ich finde, es ist ein exzellenter Chiptune-Soundtrack. Richtig gut gemacht. Dementsprechend, glaube ich, wenn man so die... Man kann sich drüber streiten, ob Chiptunes die richtige Musik sind für ein Spiel im 21. Jahrhundert. Ich sage natürlich absolut ja. Lass mich etwas Luft schaffen, junger Freund. Okay, dann bleib du mal hier. Genau. Der König folgt mir nach wie vor auf Schritt und Tritt. Ah, sind wir jetzt wieder hier? Oh, wer ist das denn? Ist es ein Geist? Wie auch immer. Und ich glaube nämlich, wenn das die Location ist, wo ich herkomme. Ich versuche jetzt mal eben kurz zu validieren. Ich finde, der König hat auch ein ganz gutes Pathfinding. Er scheint mir so zu folgen, dass er mich auch erreicht. Das hat man ja ganz oft in Spielen, dass dann... Ah, und er respawnt, wenn ich zu weit weg bin. Ich glaube, genau, hier geht's dann hoch. Ich will das einfach nur... Genau, sehr gut. Das ist die Location, wo ich auch im Vorhinein war. Und ich bin dann letzten Endes genau dort rausgekommen, wo ich gesagt habe, dass ich auch etwas übersehen habe. Und zwar, ich habe... Ja, Moment, jetzt gehen wir nochmal an den ganzen Gemälden vorbei. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Diesen Weg nach oben hier ignoriert. Hier bin ich also nicht lang gegangen. Aber letzten Endes, ich muss mal gucken, vielleicht komme ich hier mit meiner Keule weiter. Yo! Wer befindet sich hier drin? Oh! Sir Lanchilelli. Nee. Lanchicelli. Würfeltastisch. Die Höllenritter haben mich und meine kantigen Brötchen da drin für Stunden eingesperrt. Ich krieg's nicht hin. Ich hab's beim Beefy-Let's Play auch versucht. Ich lasse es einfach bleiben mit irgendwelchen Akzenten. Ich dachte, meine fetten Tage sind vorbei. Aber dank dir kann ich nun raus aus dem Essenslift und zurück zur Kuchenschicht. Guck dir das an. Das Rezept habe ich auf dem Schlaraffeninseln gelernt. Einem Land, wo alles Essen magische Kräfte hat. Wir sehen uns im Schutzraum bei den anderen, damit ich dir meine magische Leckereien zubereiten kann. Tüdelü! Lanchicelli? Lass mir etwas Luft schnappen, junger Freund. Ich habe einen Zauberstab bekommen. Damit kann ich wohl Konfetti spawnen. Das befindet sich, oder dabei handelt es sich scheinbar um einen Zauberstab. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit jetzt konkret anstellen kann, aber gut, dass ich hier war. Und hier natürlich die spannende Frage, ob es hier oben auch noch weitergeht, wenn ich in diese Richtung gehe. Genau, ein Patch kommt und auch scheinbar dieses, wenn ich diesen Kürbisbauch ausgerüstet habe, dann ist es ja so, wenn ich... Man kriegt ja dadurch zwei zusätzliche temporäre Lebenspunkte, die weg sind, wenn man sie einmal verbraucht hat. Okay.
Und wenn ich ins Menü gehe, hat man wieder vollständige Lebenszahl. Das soll so nicht sein. Dementsprechend auch hier ist ein Fix auf dem Weg. Ah, hier ist das alte Baguette. Das kann ich ja dann tauschen. Durch ein... Wuhu! Okay. Ach so, den kann ich wohl nur durch den Zauberstab besiegen. Oh Gottes Willen. Okay, das ist ein bisschen tricky, was ihr hier mit mir veranstaltet. Oh! Oh Mann! Kann ich die Dinger denn nicht besiegen hier? Okay. Keine Ahnung, was dieses Ding jetzt hier bringt, weil scheinbar kann ich da nicht Leute mit erreichen. Wir werden das evaluieren. Erstmal brauche ich ein bisschen Energie. Okay, diese Geister sind ziemlich spooky. Dadurch, dass sie Sachen besitzen, Besitz von Sachen ergreifen können, gibt es natürlich verschiedene Sachen. Also wenn die zum Beispiel irgendwelche Gegenstände haben, denen ich dann auch noch ausweichen kann, das ist in Ordnung. Wenn es dann aber auch darum geht, dass sie jetzt beispielsweise diese, ja, ballistischen Waffen, diese Armbrüste, davon Besitz ergreifen, dann habe ich damit tatsächlich ein größeres Problem. Wo gehe ich eigentlich lang? Das ist auch immer eine spannende Frage. Ich suche wohl in erster Linie ein bisschen Lebensenergie. Was haben wir hier? Royaler Waffenrock. Gut, damit bin ich natürlich wieder ein bisschen schneller, aber das will ich gerade nicht. Okay, das hat sich hier scheinbar resettet. Hier will ich aber auch gar nicht lang. Merkt man wahrscheinlich auch daran, dass ich nicht angegriffen werde. Okay. Ich hätte ganz gerne wieder volle Energie. Aber hier gibt es Slowdowns. Das klingt nicht gut hier. Ja, die Eisenklinge nehme ich wieder. Die finde ich ganz gut. Oh, jetzt gibt es massive Slowdowns gerade. Nein! Ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Und hier sind wir dann fast wieder bei der Kaserne. Okay. Es war ein Versuch wert. Mir ist immer noch nicht wirklich klar. Vielleicht gucke ich mir das einfach auch mal an, was das ist. Zuckertüte mit Liebe, jede Menge Zucker und Quader mystischer Magie gemacht. Lade in den Staub auf für eine süße Überraschung. Vorsicht wirkt immer nur auf einen Gegner. Ich bin sehr gespannt, was dieses Item dann letzten Endes mir bringt. Unglaublich. Du hast es geschafft. Du hast den Großwürfel zurückgebracht. Hoho, ja, er ist ein richtiger Held. Dank ihm bin ich immer noch in einem Quadrat. Der nächste Schritt ist nun, so schnell wie möglich hier wegzukommen. Nimm den Schlüssel, um den Aufzug in die Kanalisation zu öffnen. Du hast ihn sicher schon in der stacheligen Halle im Kerker gesehen, gleich bevor du die Kaserne betrittst. Wenn du das geschafft hast und immer noch helfen willst, halte Ausschau nach einem steilen Berg. Dort kannst du eine legendäre Waffe finden, ein Werkzeug gegen die tiefsten Wurzeln des Bösens, die legendäre Großwürfel-Axt. Nur jemand mit dem königlichen Zeichen der Krone des Großwürfels kann sie jedoch herausziehen, also verliere sie nicht. Ich bin mir sicher, dass etwas auf dem Friedhof vor sich geht und ich glaube, ihr seid genau der Richtige, um nachzusehen. Mein Bart kitzelt, so sicher bin ich mir. Blöderweise ist der direkte Weg durch die große Halle versperrt, aber vielleicht kannst du einen Weg drumherum finden, auf der Farm oder dem Turnierplatz. Mach dich auf den Weg, in der Zwischenzeit werden wir zurückschlagen, so gut wir können. Viel Glück, mein Freund. Komm mit allen vier Ecken am Stück zurück. Okay, ich habe jetzt, wenn ich das richtig sehe, verschiedene Optionen. Ich kann viel Backtracking machen. Ich kann in die Kanalisation gehen. Ja, das kann ich wohl tun. Und ansonsten kann ich die Axt aus dem Berg ziehen. Da waren wir ja schon drauf. Was haben wir hier? Eine Tür, durch die meine Keule durchklippt. Genau. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal in die Kanalisation. Vielleicht findet sich ja dort
etwas von Relevanz für mich. Boah, es sind aber... Ah, sehr gut. Wieder zusätzliche Energie. Bin auch gut ausgerüstet. Besser als je zuvor. Hier war der Bosskampf gegen... Oh, das ist der Schlüssel in die Kanalisation. Ich verstehe. Sehr schön. Top. Ah, aufgepasst. Wer ist das? Ach, Kasputin. Kasputin, dein Herr und Meister ist eingetroffen. Was tust du hier unten? Ich habe niemanden in die Kanalisation geschickt. Warum bist du nicht bei dem anderen gruseligen Skeletttypen? Ah, Kasputin denkt, ich wäre einer von ihm. Selbst wenn man sie mit dem Funkelzepter beschwört, tun diese verflixten Seifenkisten, was sie wollen. Die Prinzessin muss irgendwo außerhalb des Schlosses sein. Finde sie. Hörst du mir überhaupt zu, du Blödi? Versuchst wohl frech zu sein. Tja, ich, der große Kasputin, werde dir eine Lektion erteilen. Oh. Niemand wird sich meinen Willen jemals wieder widersetzen. Ja. Weg mit dir? Ist jetzt die Frage, ob das so eine Timed-Geschichte ist, wo ich einfach nur... Oh, das war mir jetzt unfair. Den habe ich doch runtergeballert. Oh. Ich verstehe. Oh, das ist gar nicht so easy hier. So. Das ist aber fies, Leute. Tja, Kasputin, da schaust du. Willst du mich veralbern, du gemeiner Knilch? Spüre meinen Zorn! Oh, was passiert jetzt? Gut, hier hätte ich mir einen Soundeffekt gewünscht. Oh, ja. Jetzt geht's. In die Tiefe, nach dieser Konfrontation mit Kasputin. Ich bin jetzt erstmal nur ein Kopf. Okay. Yo. Scheinbar komme ich hier nicht weiter. Und ich bin nur ein... Du brauchst Hände, um das zu benutzen. Okay, dann hole ich mir doch die Hände. Das Spiel merken wir wohl bedeuten, dass es hier runter geht. Das ist interessant. Ich wurde in meine Einzelteile zerlegt. Das finde ich alles andere als nett von Kasputin. Aber er ist ja auch der Widersacher. Bisschen böse muss man dann sein. Wunderbar. Ich hüpfe hier so durch die Gegend. Ein einsamer Kopf auf der Suche nach seinen Bestandteilen. Gut, dass ich schon tot bin, ansonsten hätte dieser Zauber das wohl für mich erledigt. Oder mich erledigt, besser gesagt. Ich mag die Halftime in der Musik. Soll das so? Ich glaube, ich muss hier hoch. Oh, das ist aber tricky. Jetzt könnte es sein, dass ich sterbe, aber nee, da will man mich gar nicht lang schicken. An diesen quadratförmigen Rohren. Ich weiß nicht, ob Quadrat oder Viereck wirklich die beste Form ist für ein Rohr. Da könnte sich ja offensichtlich ganz viel Schmutz in den Ecken sammeln. Aber
Was ich bei dem Spiel interessant finde, man hat wirklich gar keine Möglichkeit, die Kamera zu verändern, sondern ist komplett auf das Spiel angewiesen. Was haben wir hier? Gabrielle, die Hexe. Nanu, Nana, was haben wir denn da? Ein wandelnder Schädel. Willkommen in meiner geheimen Hexenbasis. Ich war gerade Wasser abfüllen, als ich es knallen gehört und das rote Licht gesehen habe. Und Kasputin in einem fliegenden Sarg. Ziemlich cool, aber auch ziemlich schrullig. Als wir beide in der Schule noch Zaubertränke studiert haben, war er immer so schüchtern und immer ruhig. Überhaupt nicht schlagfertig. Und jetzt hängt er mit ächzenden Zombolden und klappernden Skeletten ab. Wer hätte es gedacht? Dazu kommt noch die Zerstörung des Königreichs und all das. Echt verrückt. Das kann ich nicht mal ich ignorieren, wie es scheint. Jedenfalls habe ich die Geister gesehen, die deine Körperteile geklaut haben. Keine große Sache wahrscheinlich. Wollen die nur spielen, aber auch recht lästig zugegeben. Springe hier rein. Na klar. Wenn mir das irgendwer sagt, dann mache ich das natürlich. Was? Brauchst du etwa meinen Kochkünsten nicht? Dieser Trank ist was ganz Besonderes. Er wird dir sicher auf deinem Weg helfen. Komm, rein da. Na, wenn du das sagst, Gabrielle, dann... Gluck, 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 gluck. Das kann nur sehr gut sein. Quader mystische Flasche. Ich bin jetzt eine Flasche. Bin ich wahrscheinlich schon vorher gewesen. Aha. Würfeltastisch, jetzt bist du ein Quader mystischer Flaschenkopf. So kannst du deine Sachen von den Geistern ganz leicht stibitzen. Saug sie ein und spuck sie wieder aus. Fertig. Easy. Viel Glück. So, wo habe ich diesen dicken Wälzer gleich wieder hingelegt? Was? Traust du etwa meinen Kochkünsten nicht? Dieser Trank ist was ganz... Oh, ich verstehe. Jetzt will das nicht mehr. Ah, ich bin jetzt Kirby, quasi. Wer ist er? Also ich habe keine Möglichkeit mehr, irgendwas anzugreifen. Logisch, habe ja auch keine Hände. Ich kann auch nicht mit ihm sprechen. Aber er macht diese Animation. Okay, muss ich hier lang oder war das jetzt ein Fehler? Wir werden es gleich herausfinden. Gut, scheinbar. Also ich kann es versuchen, aber nein, Quatsch, das kann niemals im Leben hinhauen. Dazu muss ich weiter springen können, als ich das jetzt schon kann. Gut, und nu? Okay, vielleicht geht's dann doch hier weiter. Oder auch nicht. Vielleicht hier? Okay, hier kann ich einfach durchklippen. Interessant. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo es jetzt gerade lang geht, aber das tut, wie gesagt, keinen Abbruch gerade. Ich muss einfach nur einer dieser Geister finden. Ich verstehe, es gab doch ein Tor zur Kanalisation im Wald. Das scheint mir doch eine gute Abkürzung zu sein. Vielleicht kann ich ja hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Ah, ich verstehe. Jetzt gib mir doch meine blöden Beine wieder her. Sehr schön. Dann weiß ich doch Bescheid. Ha, Weltklasse. Jetzt habe ich wieder Beine. Top. Kann ich jetzt zurückgehen?
und dieses komische Ding da für mich beanspruchen. Dadurch, dass ich auch jetzt die Soldatenstiefel habe und nicht meine schwere Rüstung, bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen besser in puncto Bewegung, als ich das vorher war. So, dann gehen wir mal hier lang. Ich weiß nicht, ob ich jetzt damit besser bin, ob der Morgenstern was bringt. Sieht nicht aus wie ein Stern, funkelt aber auch nicht wie einer, aber wenn du ihn auflädst und jemanden damit hart genug auf die Mütze gibst, sieht er die ganze Milchstraße. Top. Das scheint mir also einfach eine bessere Axt zu sein. Die nehme ich natürlich dankend an mich. Gut, damit habe ich jetzt Beine. Ich versuche jetzt mal hier weiterzukommen mit Beinen ausgestattet. Hierfür brauche ich wohl die Axt. Oi, 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 oi. Oh, scheiße. Oh nein! Okay. Oha! Das war wohl keine ganz so gute Idee. Okay, das ist wohl das vierte Game Over, wenn ich mich jetzt nicht ultra smart anstelle. Called it. Ach, fuck. Aber naja. Okay, aber ich habe jetzt weiterhin meine... Ah, da fehlen mir ja noch die Hände für. Ich bin jetzt wieder am Anfang, aber das ist gar nicht verkehrt. Weil dann kann ich zumindest ausschließen, dass sich hier irgendwas befindet, was ich links liegen hab lassen. Ja, also ich finde diese Mechanik cool, dass man jetzt so ein bisschen sein Equipment zusammensammeln muss. Okay. Ha! Na, einfach Kopf und Beine abschrauben und dann nur noch als loser Torso durch die Gegend, als loser Kopf durch die Gegend hüpfen. Zementschuhe? Einmal drin kommt man nicht mehr raus? Was bringen mir die denn? Ach, das war jetzt aber auch einfach nicht nice hier. Mann! Scheint wahrscheinlich die Zementschuhe dann aber dann doch geschafft zu haben abzulegen. Oder muss ich mit den Zementschuhen irgendwas anstellen? Don't know. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Scheiße. Hier! Meine Güte, das hat aber lang gedauert. Okay. Ich verstehe. Was haben wir hier? Oh, ich verstehe. Da bin ich jetzt natürlich... Das ist jetzt unfair, dadurch, dass ich diese Kacke habe. Na komm schon! Okay. Ah, jetzt habe ich auch... Ah, ich verstehe. Jetzt habe ich alles, was ich brauche, vollgepackt mit meinen ganzen Items. Bam! Okay, das geht ordentlich ab. Wollen wir doch mal sehen, ob wir hier nichts liegen lassen, aber schaut nicht so aus.
Jetzt sind wir wieder ganz der Alte. Wir sind keine Flasche mehr, sondern... Doch, wir sind noch eine Flasche. Uns fehlt ja noch unser Kopf, oder? Aber die quadermystische Flasche gibt uns auch plus 2. Okay, scheinbar kommen wir jetzt hier nicht wieder zurück. Nach Ewigkeiten an Rumgesuche habe ich gerade festgestellt, dass es sich hierbei scheinbar um einen Bug handelt und ich hier gar nicht raus kann. Die einzige Möglichkeit, die ich also habe, ist, die Spieleinstellung aufzurufen. Nein, ist das Spiel zu verlassen und wieder reinzuspringen. Und zwar in die Sewers, aka die Kanalisation. Und jetzt befinde ich mich wieder an der richtigen Stelle. Ansonsten kann man hier nicht raus. Dieser Bug ist aber bereits schon in Bearbeitung. Der wird gefixt demnächst mit diesem Patch, der dann irgendwann, ich glaube, in der nächsten Woche oder so erscheint. Den werden wir dann wahrscheinlich... Was haben wir hier? Kleinere Pilze? Es ist sehr schön, dass ich mich jetzt nun endlich wehren kann. Zack. Oh, das sind Sprungpilze, glaube ich. Wenn ich die also besiege, kann ich da drauf springen. Und dann kommt das da raus. Was auch immer. Und ich werde langsamer. Langsamer, als ich es ohnehin schon bin. Gut, dann wollen wir noch mal sehen, wie wir hier weiterkommen. Diese Kanalisation dann endlich mal zum Abschluss bringen. Jetzt ist auch der Dude hier erwacht und bekämpft mich. Ich würde ja sagen, ich kann jetzt in diese Richtung gehen und mich um die Tische kümmern. Und hier klippe ich auch durch die Planken. Bam! Wunderbar. Oh, hier ist mein Schlüssel. Mal gucken, was ich da tun kann. Das war jetzt einfach, oder liegt das an meinen Zementschuhen? Okay, ich verstehe. Hier ist wohl das sichere Game Over. Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachprüfen, ob es an den Zementschuhen liegt. Okay, hier ist ein Rätsel, ein Sprungrätsel. Aber brauche ich das überhaupt? Okay. Ich verstehe. Das ist also scheinbar der Weg, den ich gehen muss. Hier geht es dann wieder zurück. Und damit kann ich die Kanalisation hinter mir lassen. Hoffentlich. Mal gucken, ob es jetzt nochmal einen Kampf gegen Kasputin gibt. Bin auf jeden Fall gut ausgerüstet. Runter da! Das ist meine Location hier. Die sind auch direkt am Angreifen und am Kotzen hier. Ja, runter da! Oh, Hilfe! Hilfe! Erstmal gucken, was sich hier oben befindet. Sind das wieder meine heißgeliebten Zementschuhe? Knochige Füße. Sehr schön. Etwas stänger, aber gut genug zum Laufen und Springen. Damit bin ich mit Speed ausgerüstet. Er sagt wahrscheinlich, ich solle mich damit beschäftigen. Gut. Verstehe. Habe ich soweit gecheckt. Und dann befinden wir uns, wie ich bereits angekündigt habe, im Wald in diesem Gitter. Komm da jetzt wieder raus. Ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns mal um die Axt, also die legendäre Großaxt, und dann kümmern wir uns mal um diese roten Bäume, die ganze Zeit durch die Gegend, die uns am Progress hindern, und dann kümmern wir uns auch um Ortiz, den Ritter der Tafelkante, der in dem Baum feststeckt.
Vielen Dank fürs Zuschauen hier jetzt auch in dieser Folge 4. Wir sehen uns in Folge 5. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne ein Like und vielleicht auch ein Abo da. Und dann sehen wir uns zur Folge 5 von Scaleboy. Ciao.